Ich heiße nicht nur Raven, sondern euch auch wieder herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dream Daddy mit unserem Lieblings-Sitcom Daddy Schmocktron. Und wir erkundigen uns natürlich, weil wir ein guter Daddy sind, direkt. Hast du die Hausaufgaben gemacht, Teufelskind? Hausaufgaben machen Spaß. Ich bezweifle langsam, dass dieses Kind von mir ist. Okay. Oh, der Backverkauf. Der Backverkauf aus der letzten Folge, er war super. Wir haben gesündigt und gelogen. So was. Was willst du andeuten? Oh, war ja klar, dass die nur ans Fressen denkt. Oder sie meint mit extra Brownies, ob ich etwas da reingemischt habe. Ich habe ja immer noch die Brownies, die Joseph mir gegeben hat. Was, wenn er da was reingemischt hat? Naja, sie soll testen. Hier, fang! Bam! Real Shark Hound Hunters of Orange County. Wieder so eine geile Serie, die ich in echt haben will. Vor allem, wenn da die Jäger gefressen werden. Oh ja, awesome. Das ist der Weg. Oh, ich habe den Baby-Boomer fast vollgekriegt. Und wie auch immer ich das geschafft habe. Aber seine Frau ist so kacke. Welcome. You've got dads. Ich wollte gerade sagen, wir nehmen wieder unseren Würfel zur Hand, aber das müssen wir gar nicht. Wir haben nämlich wieder von Softball Crack eine Anfrage. Direkt mal rin. Oh, dieses Ding. Milchshake. Was? Diarrhoe. Warum rede ich? Ich frage mich gerade selber. Er hat gar keinen Durchfall. Das erklärt jetzt so einiges. Suchst du Streit? Durchfall klingt auf einmal gar nicht mehr so schlecht. Okay. Das wird nichts. Schmocktron im Fitnessstudio. Was ist das? Vernon Tucker, Joseph Craig, Schmocktron, Layton, Eric Brand. The Gym just installed this new virtual. Oh, cool. Das sind Laufbänder, die denn kein Avatar zeigen. Oh, das ist ein Multiplayer. Nice, was muss ich machen? Nice. Weiß ja nicht mal.
an. S++, supergeil. Welcome. You've got dads. Das war schon alles. Dann nehmen wir wieder unseren Würfel. Und ich hoffe, dass ich nicht wieder auf Robert lande, sonst werde ich wieder gedaddied. Das will ich nicht unbedingt. Oh, wir landen auf Hot Chocolate. Direkt mal ran. Barista, Barista. Ah, ich fühle mich auch heute so sluggisch. Amanda! Ja, ja, ich bin ein sehr cooler Dad. Guck mal, willst du einen Kaffee oder nicht? Oh, den kenne ich doch noch vom Konzert. Pablo! Cooler Dude. To protect my child. Schnell das Thema wechseln. Erstmal direkt anschreien. Ja, Mann. High Five, wie es die coolen Leute machen, auch wenn sich alle anderen dafür gerade schämen und fremd schämen. Also, es wird noch sehr lange dauern. Der Ansprache hat er mich jetzt. Er Smashing Pumpkin Spice Latte. Ich will einen Americano Football. Eine Emo-Band, die American Footballer ist? Oh. Hey. Hey, oh ja. Habe ich wieder dieses coole Minispiel, wo ich mich durch die ganzen Moshpits prügeln darf. Hey. Er mag es nicht mit Menschen zu sein, ist aber übelst der soziale Typ. Und wir kommen gut mit ihm klar. Das ist die
Es ist, weil er in den Bann des Schmocktrons gezogen wurde. Davon gibt es keinen Kommen. Auch ihr, wie ihr da draußen vor dem Monitor sitzt, seid schon längst im Bann des Schmocks gefangen. Und ihr müsst euch dadurch auch viel gesünder und wohliger fühlen. Oh ja, Plattenshoppen. Plattenshoppen ist geil. Good Old Times, Vorsicht, Opa erzählt jetzt von der Zeit vor dem Krieg. Damals, bevor es Spotify und den ganzen Schmutz gab, gab es sogenannte CD-Läden. CDs sind Medien, meist rund, auf die Musik gemacht war. Da ging man in einen Laden mit Regalen, wo lauter dieser Alben in physischer Form war, konnte reinhören und hat sich dann die CDs mitgenommen, die man gerne haben wollte. Und dann hatte man zu Hause noch einen sogenannten CD-Player. Das war ein, es war eine Art Radio, nur ohne iPhone-Docking-Station. Dafür mit einer Klappe, die man geöffnet hat, wo man die CDs reinlegen konnte. Und darüber hat man dann Musik gehört. Ich weiß, das wird euch jetzt echt überraschen, aber so haben wir alten Leute damals unsere Musik gehört. Ich fühle mich gerade alt. Warte, ich bin alt. Future Wave, Jungle, Anarcho-Punk, Nunsploitation. Ich möchte Dschungelpunk haben. Ich wäre definitiv Cookies and Cream. Duftkerzen? Power Violence Cherry Blossom. Das klingt irgendwie wie so eine Punkband. Mein Lieblingssound. Ring? Bowlingbahn? Star Trek Brücke. Ich mag den Regen. Okay, mein Lieblingsurlaubsziel. Ein Garten in einem aktiven Vulkan. Das Land der Dicken in Ibiza. In den Baltics. Das. Das ist meine tiefste und dunkelste Angst. Definitiv das untere. Das unterste. Das ist so peinlich. Trouble will find me by the National. Okay, das scheint die richtige Musik für mich zu sein. Fühle ich nicht. Yeah, sounds great. Naja, vielleicht liegt das daran, weil ich im Privaten meistens eine Mischung aus Power Metal und Gangster Rap höre. Oh. Hey. Ich bin kein Nerd. Olli?
Du bist mir direkt sympathisch. Digga, auf jeden bin ich bei der Open Mic dabei. Schön auf Konzerten gechillt, Camping, Grill, Dosenbier, Musik, geil. Ja, meins ist auch sehr lange her, dass ich das jetzt mal Pott geraucht habe. Komm schon mit. Fragt er mich gerade, ob ich Bock habe, mich wegzudröhnen und Mucke zu hören? Scheiße, ja. Das ist eine wundervolle Nachricht. Maple Bay, das der Stadt, wo Weed legal ist. Oh. Hand aufs Herz, wir warten alle darauf, dass es in Deutschland auch ist. Excuse me, Mr. Drunk Man. Lucien. Das ist der Hurenbock, der meine Tochter versetzt hat. Wait, what? Die sind cool. Wir nehmen einfach mal das letzte. Aber ich habe schon mal mit beeindruckt, das ist cool, gut. Los, lass uns einen Deal machen. Alles easy. Eins, was? Hey. Ja. Oh, scheiße, hier, das gibt mir einen Zehner und fertig. Hey!
Jetzt sehe ich auch mal seine Bude. Chillig. Das gefällt mir. Hier mit dem Anbau und allem. Das ist cool. Awesome, let's do some drugs. Ihr wisst natürlich, Drogen sind schlecht. Man sollte keine Drogen nehmen. Außer man ist in qualifizierter Begleitung. Entweder des Dealers, des Arztes oder der eigenen Eltern. Fragt doch mal eure Eltern, ob sie bei eurem ersten Joint dabei sein wollen. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr danach überlebt habt. Das hat nicht funktioniert. What? Das ist kein Weed. Das ist kein Gras, das ist Oregano? Are you fucking kidding me? Hey. Scheiße, ja. Wir rauchen uns jetzt einfach so Oregano. Dieser kleine Ficker. Trip. I mean, I don't know if I should. Hey, yeah. Ach, der Coffeeshop war ein Traum seiner Frau. Ich verstehe. Hey, dude. I mean, I don't know if I should. Komm schon. Ein bisschen in die Tasten klimpert für mich. Jam. Hey. Phase? Scar stirbt niemals. Hey. Hey, dude. Okay, aber das Jam machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, ich verabschiede mich und sage wieder reingehauen.